Endlich ist wieder Ruhe und Ordnung im Königreich eingetreten, aber es gibt mit Sicherheit noch das ein oder andere zu tun. Willkommen zu Tales of Iron, dem Endgame. Yay! So, und der gute Reggie hier, der hat sich gedacht, dass er hier mal den Wikinger ohne Mietzahlung der letzten Folge aus dem Realm boxt. Aber es gibt mit Sicherheit noch das ein oder andere, was wir hier finden können in dem Spiel, bevor wir uns dann mit Bloody Whiskers einmal auseinandersetzen. Der verbotenen Katzenfuttermarke. So, ich habe nämlich hier oben die Tür noch nicht aufgekriegt. Keine Ahnung, wie das geht. Haben wir da nicht einen Schlüssel zu bekommen? Hey, Moment, hat der... Nee. Nee. Kanalisation, Dorfzentrum, Schlüssel von Lanz... Alter, die Namen. Da haben wir irgendwie zweimal die Dorfkanalisation, keine Ahnung. Schlüssel zur Gruftkanalisation, Schlüssel zur Gruftkanalisation und Dorfkanalisation. Okay, das sind irgendwie zwei verschiedene Dinge. Gruftkanalisation, nochmal Rattus, Augustel, ja genau. Das soll uns aber nicht weiter stören. Wir haben sicher noch einige Gebiete, die wir looten können, die wir eher looten können. Und das tun wir jetzt hier im Endgame. Nice. So, Puppefestung. Ja, schön wieder alles aufgebaut. Ohne die Froschkappe auch deutlich besser. Wir hangeln uns mal von Gebiet zu Gebiet und schauen, was ich oder was wir übersehen haben. Ne? Was ihr als Zuschauer übersehen habt. So. Schauen wir mal. Okay, Tag 24. Es ist immer noch stürmisch und da gibt es wohl noch irgendwas, was wir machen können tatsächlich. Cool. So, haben wir irgendwelche Truhen übersehen? Das wird uns ja auch angezeigt. Angezeigt. Haben wir irgendeine Truhe übersehen? Irgendeine Truhe ohne Fahrschein? Wenn nicht, das ist dann so... Die Truhe möge nun aufschreien oder für immer schweigen. Da unten. Ja gut. Ja, das war klar, weil wir vorher noch nicht die Gasmaske hatten. Das mache ich dann gleich. Da oben hier der Dachstuhl des Todes. Der Dachboden. Dachstuhl. Genau, Dachboden und Dachstuhl. Jetzt fiel mir das Wort nicht mehr ein. Yo, mein guter Herr. Haben Sie... Hä? Trophäe der Larvenkönigin. Warum hat der die Trophäe der Larvenkönigin? Warum kriegst du das 3? Geil! Wir können ja noch die... Okay. Ja, gib mir das. Wird eh alles von den Steuern bezahlt. 7 Währungen übrig. Alles klar. Dankeschön. Moinsen. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man so als König sogar noch Zeit hat, sich um sein Volk so direkt zu kümmern. Finde ich eigentlich mal eine sehr coole Idee, aber ich denke, das sah damals vielleicht nicht überall gleich aus, ne? Also die haben sich wahrscheinlich schon ihre Zeit genommen, wenn das die guten Herrscher waren, aber wer weiß das schon. Das ist ja wieder nur meine naive Vorstellung der Dinge. Der ist auch immer noch nicht fertig mit seinem... Ich weiß auch nicht, ob der noch irgendeine Rolle spielt oder nicht. Oder ob der tatsächlich nur irgendwas braucht für eine Nebenquest. Keine Ahnung. Aber die habe ich ja meistens noch nicht. So. Warum habe ich jetzt nicht... Ach komm, wir laufen das Stück. Ist doch scheißegal. Gibt es noch Gegner? Ja, gibt es. Aber die sollen uns nicht weiter behelligen. Wir alles gesehen. Ah, das ist natürlich immer noch zu. Daran werde ich mich einfach nie gewöhnen, an diese Käfer, an diese riesigen, an diese Kuhkäfer, Milchkuhkäfer oder wie sie die nennen. Das war etwas sehr verstörend. Mein Gott, jetzt räumt doch mal hier die Leichen weg. Was ist denn los? Nicht von einer ordentlichen Bestattung gehört. Das Rangerlager. Oh, da komme ich nicht hoch.
Ich muss... Notiz an mich selbst. Ich muss echt mal schauen, ob es einen Plan für einen zweiten Teil gibt. Wenn ja, ich würde es hart feiern. Erstmal eine Vollkäfer-Bier-Party oder wie das Zeug auch heißt. Seltsame Kreatur. Offenbar hatte Reggie nicht alle seltsamen Kreaturen aus der Kanalisation entfernt. Er dürfte nicht zulassen, dass auch nur eine von ihnen zurückbleibt. 10 Gold, 10 sinnlose Metalle. Was glaubt ihr jetzt? The Rangers have heard reports of the strange creature nearby, but they don't believe it. Claims about its size can't be true. Only one way to find out. Ich habe mal eine Frage bei dem Sprecher, ne? Der hört sich so ein bisschen an wie der Typ, der auch den Geralt spricht. Also in der englischen Version von The Witcher. Sowohl in Teil... Ne, es gab irgendwo mal im Deutschen eine Überarbeitung. Da wird die Stimme vom Geralt überarbeitet. Der hat am Anfang eine andere. Keine Ahnung, wer denn da im Deutschen spricht, aber... Ja genau, erstmal hier runterfallen, nice. Klar, aber der englische Sprecher, der hat ja schon so eine... Ja, der hört sich schon, schon so leicht nach an. Da muss ich mal nach googeln. Aber googeln kann der liebe Herr viel, wenn er so lang ist. Ja, ja. Achso, ich muss an dem vorbei, okay. Denke ich, die Steuerung funktioniert nicht und dabei macht er dann nur den Killing Blow. Ah, ich kriege meine Munition zurück. Sehr schön. An dem darf ich wahrscheinlich auch immer wieder vorbei. So, da kommen wir jetzt durch. Ich hoffe, der setzt sich die Maske jetzt auch automatisch auf. Ja, macht er. Wow, cool. Alles so einen dumpfen Unterton bekommt, wie im Weltraum, wie bei Dead Space. Boah, hoffentlich kommt da das Remake bald auch mal raus. Es wird ja tatsächlich auch kein Remaster, sondern es wird ein komplettes Remake, was mich auch so ein bisschen, tja, ist cool. Ja, aber whatever that means. Ich denke mal, die Story wird ja trotzdem gleich bleiben. So, Kollege, du bist also der große... Another of these fanged and clawed creatures. Ja, ja. If he could kill one Reggie Reason, he could kill two. Ach, da gab's schon ein anderes, ne? Genau, okay. Ja, hab schon wieder halbwegs vergessen, weil das Ding einfach der reinste Lappen war. Der Schleicher! Ja, ja, bla bla. Ausgeschleicht hier. Yo! So, cheesy. Easy cheesy. Ranger-Fraktion abschließen. Aber natürlich. Gewicht und einen... Alter, voll schlecht. Also, ich will ja nichts bewerten, aber... Wow, die ist dagegen relativ gut. Gewicht wird weniger und Verteidigung nimmt zu. Ja, the Rangers were wrong. The creature was real and nothing about its size was exaggerated. Sometimes a tall tale is worth hearing. Heißt es exaggerated oder exaggerated? Jetzt glaube ich gerade in der zweiten Version vorgelesen. Interessant. Aber ich meine, es gibt auch Leute, die Target sagen. Also, ne? Whatever boats you float. Whatever floats your boat. So. Ich. Licht. Ja, ja. Und. So. Das Gewicht. Verteidigung. Bla, bla, bla. Aufheben. Mhm, mhm.
Und erstmal einen ordentlichen Schluck durch die Glasmaske. Die gute Glasmaske. Okay, scheinbar. Was ist dann auch hier für die Ranger? Finde ich aber auch witzig, dass die halt vorher sagen, so ja, das ist halt so eine mystische Kreatur. Und der Reggie hat erstmal zwei von denen verprügelt. Ja, gerade so, nachdem er dann die erste verprügelt hat, geht er so nach oben und sagt so, yo, die gibt's auf jeden Fall. Und die so, nö. Das glaube ich weniger, auch wenn mein König das sagt. Der König schummelt doch nur. War hier noch irgendwas? Nö. So ein frischer Käfer. Au. Ja, ja, genau. Scheiß drauf. Trotzdem einmal hier lang. Okay, das ist echt interessant, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was man hier draufstellen kann. Aber Mjölnir wird mir schon den Weg weisen. Ja, eben Munition auffüllen, auch wenn das gar nicht so viel bringt. Ist aber egal. So, dann machen wir uns mal zurück zum Ranger-Rattennest. Bla bla, summ summ, mhm. Ja, ja. Ciao. Ja. Okay. Dodge it like a king. War denn hier der Fusel? Der Käferfusel? Hier? Ja, da oben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Genau, die sind durchgezockt. Hätte ich zwischendurch da wieder hingehen können und Quests erledigen können? Quests? Also mit K-W-E-N-T? Moment. Fast. Da fehlt noch irgendwo ein S, aber das ist egal. Band. Das ist das Kartenspiel von The Witcher. Da sind wir wieder bei The Witcher. Das gute Quent. Maulwurfstadt. Yo. Und wieder mit dem Auto fahren. Warum kann ich mit dem Auto eigentlich nicht so generell fahren? Und ist der... Nee, der... Der Lobby ist leider nicht mehr da. Mist. Ey, jetzt sag nicht, es gibt noch mehr Herausforderungen. Die Arena, mal abgesehen von der Herausforderung, meine Nase wieder freizukriegen. Die Bank ist auch irgendwie hier, was auch wieder keinen Sinn macht. Der alte Sektor. Thron übersehen? Nein. Hätte mich auch sehr stark gewundert. Schlüpft das 80. Bier. So, Bier wieder auffüllen. Okay, dankeschön. Gift habe ich noch auf voll. Was hast du noch im Angebot? Außer gar nichts und Bucherpreise, ne? Und hier geht's. Boah, es gibt tatsächlich noch eine. Wildwelle, eine Auswahl an Kreaturen aus der Wildnis. Der Sieger dieses Kampfes wäre ein wahrer Champion der Arena. Ja, ach komm. Die snack ich mir doch zum Frühstück. This would be a true challenge, unleashing wave upon wave of foes on Reggie. He hoped he had the iron to go the distance. The distance. Jo, mit Mjölnir ist nicht gut Kirschen essen.
Scheiße. Okay, hier ist jeder Treffer leider schlecht. Für die. So. Okay, da kommen die nächsten. Da kommen die nächsten Opfer. Alter, war das schlecht. Ich dachte auch, ich treffe die. Au. Scheiße. Okay. Boah. Okay, so bist du hier. Yo, denkst du. Ja, denkst du. Schleicher, Alter. Was ist los? Guck mal, da haben wir schon das dritte Vieh. Das dritte Vieh. Alter. Ey, komm. Please. Let me drink. Boah, du Drecksvieh. Ja, geil, der tötet. Ja, come on. Da bin ich aber auch schlecht. Das Vieh so voll. Ja, ey, gerade so voll locker das Vieh besiegt und jetzt geht er mir voll auf den Keks. Alter. Na komm, den nehme ich noch mit. Ey, ganz ehrlich, ne? Ja, kann schon. Alter, okay. Ja, keine Ahnung, wie viel da kommt. Ey, das ist aber schon. Das war auch schlecht. Ich sage ganz, ganz, ganz demütig, das war auch hart schlecht. This would be a true challenge. Unleashing wave upon wave of foes on Reggie. We hope you have the iron to go the distance. Ach klar. Wenn man nicht doof anstellen würde, wäre schon okay. So, die kommen lassen. Na komm. Hä? Lebt er noch? Der. Ja, genau. Zum Glück immer diese Doppelschläge. Und ich spring da wieder rein. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt gedodged habe, aber es hat funktioniert. Oder das hier? Easy. Exhausted. Reggie stood over his defeated foes. Ach, das war schon. Truly earned his status as a legend of Moletown. He wondered if he preferred glory to duty. Okay. Ja, der ist mal richtig humble. Der hat das auf jeden Fall. So, Arena-Fraktion abschließen. Arena-Fraktion. Okay. Ja, easy. Das Gift wieder auffüllen. Okay. Ja, natürlich kann ich auch den Käfersaft wieder auffüllen, aber da habe ich einfach noch nicht dran gedacht.
Einmal setzen. Jo. War mir da noch irgendwas? Keine Ahnung. Cool. So, dann würde ich einmal zurückfahren zum Land, wo die Frosche quaken. Schauen, ob da noch irgendwas auf uns wartet. Aber die sollten eigentlich keine Aufträge mehr für uns haben. Aber wer weiß das schon? So, einmal ins Froschdorf. Ins Urlaubsresort. Oder Resort. Ist es Resort oder ist es Resort? Ne, hier ist nichts. Ah, okay. Dann einmal zurück zur Purpurfestung. Ich denke, eigentlich sollten wir doch soweit alles haben, oder? Wäre natürlich jetzt witzig, wenn das für das Endgame nur eine einzige Folge wäre. Aber dann hat er mehr Zeit für Bloody Whiskers. So, Kollegen. Aber Pausen habe ich keine mehr, ne? Doch, zwei. Wow. Hier ist nix. Einmal die, ja, whatever this is. Und einmal den Super-Duper-Wams. Aber den brauchen wir gerade auch nicht, ne? Ja, cool. So. Den Schlüssel habe ich hier allerdings immer noch nicht. Keiner, wo kriegt man den denn her? Okay. Irgendwas werde ich übersehen haben. Leider. Habe ich bei jedem Händler vorbeigeschaut. Ja. Fragezeichen. Es ist bei dem habe ich nicht nochmal vorbeigeschaut. Ah, keine Ahnung, wenn man auch hier die Weltkarte einmal aufmachen könnte. Kann ich aber nicht. So. Genau, da ist einfach nur der. Ja, wir haben jetzt eigentlich nur den Raum hier. Da kann ich da einfach weiterlaufen. Geht das? Schade. Das sieht mir auch relativ vollständig aus hier, aber keine Ahnung, wie man dann da hinkommt. Ich gehe mal zum Thronsaal. Weil ich auch nicht denke, dass der da irgendwas sagen wird. So, genau. Ja, alles gut. So, das sieht mir schon mal nach allen Helmen aus. Der ist sogar besser. Toll. Naja, finde ich den besser. Okay. Da haben wir alles. Da haben wir schon mal alles. Also beziehungsweise kann ich hier nochmal umschalten, aber es sollte nirgendwo mehr ein Fragezeichen zu finden sein. Was haben wir denn hier für ein. Hier auf der anderen Seite, genau, den habe ich mir noch nicht angeschaut. Okay. Schwer. Nein, warte. Genau. Rüstung. Hier ist auch alles. Okay. Da ist alles. Schwer. Da fehlt uns eine. Okay. Mittel. Mittel zum Zweck. Nein, ist auch alles da. So, das heißt, dass ich irgendwo noch irgendeine Statue irgendwo drauflegen muss. Und hier gibt es auch noch eine Waffe. Hä? Achso, okay. Wow, der Hammer zählt als Axt. Interessant. Ich habe die Regel nicht gemacht. Zweihändig, genau, da war auch alles, ne? Okay. Tja, schade. Wie
kriege ich denn raus, wo was fehlt? Weil ich kann ja auch ausschließen, dass ich irgendwo noch nicht war. Ich kann mal hier gucken. Ich habe immer so das Gefühl, dass hier auf dem Balkon noch irgendwas passiert, aber das wird wohl auch nicht der Fall sein. Tja, schade. Aber hier bin ich immer noch nicht drin. So, das sieht mir auch irgendwie so aus. Das sieht aus wie ein Bett oder so, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, cool. Hier könnte ich mich einfach nur hinsetzen. Da passiert nämlich absolut überhaupt nichts. Ich, tja, keine Ahnung. Ich gucke mal eben ganz kurz auf die KT. Habe ich da nicht noch irgendwas vergessen? HB. Das sieht aber nicht danach aus. Weil das sieht so aus, als ob ich noch irgendwo eine Statue oder sowas herbekomme. Oder gibt es gegebenenfalls irgendwo noch einen Geheimraum, den ich noch nicht kenne? Ach, ich bin dumm. Ich bin dumm. Die haben doch die Arena da für mich aufgebaut. Ja, dann, aber dass er mir gar nicht sagt, dass ich da hin soll. Aber wahrscheinlich dachten die, dass die Spieler da automatisch hingehen. Tja, falsch gedacht. Okay, hier warten also auch noch ein paar Kämpfer auf uns, aber... Jo, Tatsache. Ja, warum nehmen wir das hier nicht? Ach so, ja, hätte ich dann selbst drauf kommen müssen. Da unter der Brücke war ich schon, ne? Genau. Okay, so, was haben wir denn hier? Kurz als Spoiler für die nächste Folge. Graulöffel der weißen Schnurrhaare. Graulöffel springt mit einer Leichtigkeit auf das Turniergelände. Ja, schön für ihn. Kapitän Blacktail. Kapitän Blacktail, der sonst auf den drei Meeren sein Unwesen treibt, war nur... Nee, war als Ehrengast beim Turnier zu sehen. Die geben jeweils allerdings nur 5 Goldmünzen. Wahrscheinlich brauchen wir die auch gar nicht mehr. Aber das, deren werden wir uns dann bei vor allem, genau, in der nächsten Session, annehmen. Jo, es geht also weiter mit dem Endgame und dann danach noch mit Bloody Whiskers. Ich bedanke mich mal wieder recht herzlich fürs Zusehen und sag mal wieder schauen, reingehauen, ciao, ciao und bis bald. Tschüss.